Frührente erfolgreich beantragen. Aber wie? Guten Tag, mein Name ist Konrad Huber und ich möchte Ihnen in diesem Video näher bringen, warum Sie unbedingt Mitglied im VDK oder in einem anderen Sozialverband werden sollten, wenn Sie Frührenten wie Erwerbsminderungsrente beantragen wollen. Warum also sollten Sie unbedingt Mitglied im VDK oder in einem anderen Sozialverband werden, wenn Sie vorhaben, Frührente zu beantragen? Wie Erwerbsminderungsrente in der gesetzlichen deutschen Rentenversicherung, Unfallverletztenrente in der gesetzlichen Unfallversicherung, private Berufsunfähigkeitsrente in der privaten Berufsunfähigkeitszusatzversicherung und gegebenenfalls ergänzend Schwerbehinderung bzw. Schwerbehindertenausweis. Wer sich ohne kompetenten Rechtsbeistand wie dem VDK an die Beantragung einer Frührente wagt, der läuft Gefahr, dass sein Antragsvorhaben mangels der notwendigen juristischen und fachlichen Kenntnisse scheitert. Selbst der Bund der Versicherten und die Verbraucherschutzverbände empfehlen immer wieder die Hinzuziehung eines kompetenten Rechtsbeistandes. Was würde sich da besser eignen als die Mitgliedschaft im VDK oder in einem anderen Sozialverband mit Sozialrechtsschutz für die Mitglieder, und zwar im Gegensatz zur Rechtsschutzversicherung bereits außergerichtlich. Und das für einen relativ geringen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Denn die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist in der Regel sehr kostenaufwendig. Warum ich Ihnen die Mitgliedschaft im VDK dringend empfehle und was in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden sollte, das habe ich Ihnen unterhalb dieses Videos in Textform zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass in diesem Mitgliedsbeitrag beim VDK natürlich nicht alle erdenklichen Kosten enthalten sind, sondern dass Sie gegebenenfalls diverse Zusatzleistungen gesondert bezahlen müssen. Deshalb sollten Sie grundsätzlich immer nach etwaigen Zusatzkosten fragen. Ich kann Ihnen aus eigener positiver Erfahrung in jedem Fall nur dringendst die Mitgliedschaft im VDK oder in einem anderen Sozialverband empfehlen. Siehe hierzu auch im Text unterhalb dieses Videos. Die ideale Kombination besteht für Sie aber dann, wenn Sie zusätzlich zur Mitgliedschaft im VDK eine rechtzeitig abgeschlossene Rechtsschutzversicherung sicherstellen. In diesem Sinn halte ich Ihnen beide Daumen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Antragsvorhaben. Bestmögliche Gesundheit und beste Grüße. Auf Wiedersehen im nächsten Video oder durch die Kontaktaufnahme über das Kontaktformular. Ihr Konrad Huber auf www.erwerbsminderungsrente.biz.